So, es kommt ein Kampf. Ich habe ein bisschen mein Inventar vorbereitet. So, der letzte Kampf. Gegen all die Jinjuriki. Gesundheitsanzeige konstant über 60%. Das Team mache ich für alle mal Hackfleisch. Wenn du gegen mich kämpfen willst, musst du es erstmal mit denen da aufnehmen. Die Armee der Jinjuriki. 6 von denen, mehr als geahnt. Zu viel für uns, nicht geplant. Ultimative Entscheidung. 3-3 oder alle? Auf diese Weise haben wir schlechte Karten, getrennt sind bessere Chancen zu erwarten. Wäre es besser, es mit allen auf einmal aufzunehmen, oder sollte man sich lieber jeden einzeln vornehmen? Direkter Kampf. Nimm es im direkten Kampf 2 gegen 6 mit den angreifenden Jinjuriki auf. Warte in diesem erbitterten Kampf auf deine Chancen und beweise, was diese mächtige Duo zu leisten vermag. Bier zwar gute Argumente, aber ich glaube trotzdem, wir können es mit allen auf einmal aufnehmen. Oder teile die angreifenden Jinjuriki in 2 Gruppen auf und kämpfe gegen sie. 1 gegen 3. Achte in diesem verzweifelten Kampf auf deine Chancen und beweise Narutos Stärke. 6 zu 2. Die Chancen sind dünn. Getrennt hoffen wir eher auf Gewinn. Ich finde 1 gegen 3 ist doch mindestens genauso scheiße. Boom. Gut, Kämpfer gegen 3, Leute. Wir müssen einfach nur... Wir müssen einfach nur einen schon mal wegkriegen. Ja, ist das raus. Uah, Utakata! Wobei, der ist eigentlich auch scheißegal. Ich will mich eher um Roshi kümmern. Ich muss auf jeden Fall kurz vor Ende. Ey, komm. Ey, was ist los hier? Ich sollte mich vielleicht doch wirklich um Roshi kümmern. Ich sollte ich die beiden noch voneinander ein bisschen trennen. Ich bin jetzt auf den Sack. Weißt du? Dann wird doch nicht die ganze Zeit so eine Scheiße, wenn du kämpfen willst. Lass mich dich besiegen. So, jetzt noch gegen Roshi. Mutant Roshi. Damen. Kampf mit ultimativen Blutzug beendet.
Swank. 20% Rabattgutschein. Ja, vielen Dank. Sind wir durch mit eurer Schar. So ein Sieg. Märchen wird wunderbar. Jo, Oktober. Im Wald ist es schwierig, ihnen auf die Fersen zu bleiben. Sie sind hier klar im Nachteil. Mach das. Wahnsinn. Ich werde die Bäume einfach von der Platte putzen. Ach, Schwanz, das bin ich. Und wie der Oberrapper Killer Bee. Was ist denn hier los? Wahnsinn. Immer langsam mit den jungen Pferden. Und das hier kann gefährlich werden. Biju Hachimaki mit 8 Rollen geht die Wolfbestie in die Vollen. Da liegen sie alle. Oh, Wahnsinn! In der menschlichen Form bekommen sie es einfach nicht hin. Vielleicht bringen wir so ein bisschen Leben in die Sache. Die Zweischwänzige. Der Dreischwänzige. Der Vierschwänzige. Der Fünfschwänzige. Der Sechsschwänzige. Und der Siebenschwänzige. Bum, bum. Dann eben alle vier in den Modus der geschweiften Tiere. Auf alle Viere. Okay. Los. Wow. Okay, Leute. Ich will jetzt ja nichts sagen, ne? Aber das wird evil. Evil kill evil. Wenn ich den Kampf denn auch dann machen dürfte. Okay, konstant über 60%. Wollen die mich verarschen? Ich darf nicht mal... Wow. Killer Bee, mach du mal was. Du verdammte... What? What? Scheiße. Dreh mal nicht durch. Killer Bee, rette mich! Gib den! Ja, funktioniert das? Hat er mich... der erwischt mich auch nur. Scheißdreck. Okay, erster ist weg. Geht denn nochmal? Killer Bee, mach fertig.
Da kriegt er. Kriegt er aber richtig Saures. Das Problem ist, ich denke einfach. Ich denke einfach, dass es schon mit den 60% nicht ausreicht. Also ich habe die 60% schon verkackt. Das heißt, ich werde diesen Kampf wahrscheinlich direkt sogar nochmal machen müssen. Ich staune, wie lange ich gegen diese Tiere durchgehalten habe, aber... Jetzt ist an der Zeit, die Sache abzuschließen. Du bist nicht du, den erwischt. Oha. Wenn ein Killer bin ich wäre. Wir wären schon derbe am Arsch. Ich bin dafür. Naruto!